Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cold Fear. In der letzten Folge haben wir Anna in Sicherheit gebracht oder so ähnlich, haben ihr unser verwichstes Headset gegeben und müssen jetzt hier Türen finden, also einmal den Kühlraum und irgendwie Sound ist gerade nicht so, aber es ist auch gerade nicht so wirklich ein Raum, wo was Lautes passiert. Missionsziele. Captain Lubinski hat sich im Kühlraum verbarrikadiert. Ich muss ihn finden und mit Annas Code kann ich die andere Tür des Achterdecks öffnen. Ja, und ich glaube zu wissen, wo wir hin müssen. Da gab es nämlich ganz am Anfang, wo wir da 2 Folgen lang rumgeirrt sind. Also in den ersten 2 Folgen gab es noch links und rechts eine Tür, wo ich schon seit einer ganzen Weile probiere reinzukommen. Und Hallöchen, diesmal bin ich gewappnet. Okay, ich kann immer noch nicht besser schießen. Aber ich habe auch schon wieder Uncharted gespielt. Ich möchte ja nicht immer auf Drake meckern, aber er ist schuld. Er ist tatsächlich schuld. Wobei Drake ja nicht. Er ist der Multiplayer. Drake kommt zwar auch drin vor, aber ja. So. Die große Frage stellt sich natürlich, wie kommen wir da wieder raus, ne? Weil ich jetzt wahrscheinlich wieder 30 Mal die falsche Tür benutzen werde, was mir super leid tut, aber hey. Ich krieg's einfach nicht hin, es tut mir leid, es ist auch keine Masche oder so. Ich bin einfach sehr hilflos, wenn es darum geht. Also, ne, das ist halt so. Weil ich meine, wenn ich jetzt mal vielleicht mal wieder kurz Real-Life-mäßig was einbauen kann. Als ich an eine neue Schule kam, bin ich auch einen Monat lang einem Klassenkameraden hinterhergelaufen, immer zum Bus hin und zurück. Weil ich es einfach nicht konnte. Ich konnte, weil, okay, man muss auch sagen, dass ich quer durch den Ort laufen musste. Also das war vom einen Ende zum anderen. Und also halt der kürzeste Weg. Und ich habe es alleine einfach nicht hingekriegt. Und deswegen, also, wow. Vielleicht sollten wir mal so eine Art Let's Play, Let's Guide Together einbauen oder so, dass quasi einer hier mitkommentiert und mir sagt, wo ich langlaufen muss. Weißt du? So eine Art Navi, das wäre doch mal was auf alle Fälle. Und ja, wie gesagt, ich studiere die Karte jetzt hier nicht oder so. Es tut mir wirklich leid, aber es tut mir auch leid, dass du Assi hier schon wieder da bist und diese hässlichen Kamerafahrten dann immer, die mich noch mehr verwirren. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich will ja immer nicht so viel fluchen und irgendwie sage ich immer dasselbe Schimpfwort, aber hey. Der geht mir total auf den Sack. Ganz im Ernst. Und hat dann noch nicht mal Eier dran. Also nicht, dass ich jetzt Lust auf Eier hätte, aber. Der Hansen heißt ja nicht Hansen irgendwie. Er steht drauf. Hansen, der von der Lufthansa ist er nicht. Er ist vom irgendwas mal der Marine war er doch, ne? Ach, guck mal. Ja, das war der dunkle Raum. Ich habe mich gerade gewundert, wieso ich nichts sehe, aber. Ich muss hier raus. Ich glaube, ich habe die ganze Tür noch schon beim letzten Mal durchforstet. Na, ne? Kann das sein? Kann das sein? Woher war das vielleicht hier? Die Tür geht nicht auf. Ja. Wow. Wie kam doch. Ah. Ist da. Kann ich da. Nein. Boah, das wird doch wohl. Wo kamen wir denn ganz am Anfang her? Wir sind doch hier irgendwie rausgekommen, oder nicht? Hab ich. Ich wünschte vom ganzen Herzen, ich hätte jetzt irgend so eine behinderte Karte, aber. Nee. Ja doch, wir nehmen erstmal die Pistole, weil die Pistole voll ist. Und da geht's ja nicht rein. War das hier vielleicht? Wenn wir da die Treppe runtergehen, da wo Stromschlag ist und so, das ist nicht richtig. Und. Nee. Sorry, ich mache wahrscheinlich wieder genau dasselbe wie in der letzten Folge, aber. Es ist jetzt wieder. Es war das. Nee, es war vorgestern. Vorgestern, es ist jetzt quasi 1,5 Tage her. Ich gehe jetzt hier lang, ja, weil ich mir jetzt nicht anders zu helfen weiß. Obwohl ich ja der Meinung bin, dass. Dass es nicht der Rückweg ist. Nee. Nee. Ah, es wird doch irgendwie eine. Ach, guck mal, eine Taschenlampe hat er auch noch. Schon ja ganz vergessen, ey. Es wird doch irgendwie. Vielleicht können wir die Monster damit blenden.
Ich gehe jetzt wirklich einfach mal davon aus, dass wir so zurückkommen, wie wir hier reingekommen sind. Und das hier war definitiv nicht der Rückweg. Das kann mir keiner erzählen. Nein, hör auf, die Kommentare zu schreiben, das kann nicht stimmen. Das glaube ich dir nicht, Zuschauer. Oder war es hier vielleicht? Sind wir von da gekommen? So eventuell? Kann es sein? Das jetzt mit Absicht so von wegen leck mich am Arsch und so. Hier links und rechts waren wir doch schon, oder? Ich probiere das jetzt nochmal, auch wenn ich glaube, dass ich da in der Folge jetzt hier schon drin war. Ja. Perfekt. Ich bin jetzt leicht dafür, das Ganze zu cutten, aber ich sag mal so, ihr habt die Alternative vorzuspulen, also keine Ahnung, ne? Das ist dann, wenn ich jetzt cutte, dann keine Ahnung. Heißt es wohl noch wohl möglich, ich hätte ein Safe-Game geladen oder so, weißt du, irgend so ein Bullshit. Und jetzt finde ich wieder die Tür nicht, ach Gott, ey. Aber ich meine, das haben Survival-Horror-Spiele auch so an sich, dass man sich da auch mal gerne verlaufen kann, tut. Und hey. Die Tür hier noch. Und ich muss es einfach mal wirklich mir merken, in welchen Türen ich drin war. Ja? Ist okay. Wir waren jetzt in allen vier Türen. So, da nicht, da nicht. Da sowieso nicht, da nicht so. Jetzt haben wir den Raum haben wir abgeschlossen. Die Tür war verschlossen. Die Tür führt uns in einen Raum mit einem blutigen Waschbecken. Nein, die führt uns hier. Haben wir hier eine Alternative zum Austreten? Ich dachte gerade, da wäre eine Tür, aber nein, das war nur wieder der Emulator. Der meinte, er müsste mich verarschen. Ja, super. Super. Okay, da haben wir den Teil jetzt abgeschlossen und widmen uns hier. Hier haben wir das hier, was aber anscheinend nicht geht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das hier der Rückweg war. Das heißt, wir können noch nach unten und nach rechts. Das heißt, ich gehe jetzt nach rechts, weil wir haben irgendein Rad eingesammelt. Aber da hieß es ja, ich gucke einfach mal nach unten. Vielleicht ist jetzt der Strom weg, weil wir haben noch unten ein Rad eingesammelt. Für eine Tür. Aber nicht für den Fischerraum. Das war. Och, ja. Da anscheinend haben wir doch nichts. Gut, das ist dann mein Fehler wohl. Guck mal hier unten. Nee, der ist immer noch unter Strom. Das wäre reiner Selbstmord. Deswegen ist dies unsere einzige Möglichkeit jetzt aktuell, ja. Schön, dass wir jetzt mal so weit gekommen sind. Gut, dann lasse ich jetzt die Räume da hinten hinter mir. Die Räume, die hinten sind hinter mir. Ja, lustig. So, dann gucke ich hier rein. Hier war Medikit. Da war... Verschlossen. Verschlossen. Der Raum war an sich auf. Da ist die Besenkammer. Gut, dann gehe ich hier rein. Dann gibt es quasi da auch nichts. So, ja. Genau da. Oh, leck mich am Arsch. Genau da wollte ich doch hin. Zwar nicht auf die Art und Weise, aber in your fucking face. Hast du vielleicht mal Medikit dabei? Das wäre. Nein. Das wäre so total sozial von dir. Nee, AK. Okay. Hier war... Oh, sorry, da bin ich gerade gegen das Headset gekommen. Hier war Feuer. Da war die Tür. Dann glaube ich jetzt mal... Nein, da geht's nicht rein. Aber vielleicht geht's ja jetzt irgendwie... Wieso rennst du nicht? Okay, verschlossen. Gut, Kollege. Hier war meiner Meinung nach der Raum, wo wir beschossen wurden. Wo ich mich so übelst erschreckt habe. Also ich habe mich fast in jedem Raum erschreckt, aber... Okay, nein, hier war die Toilette, okay. Die Blutorgie und so. Oh, es ist so schrecklich, ich weiß, es tut mir leid. So, dann war hier der Raum, wo wir beschossen wurden. Da kommen wir nicht weiter. Dann war hier halt Feuer und da geht eine Treppe nach oben. Dann kann ich hier lang und hier müsste dann hoffentlich mein wohlverdienter Ausgang... Nein.
Ich glaube, das ist die Abteilung, wo wir dann letztendlich im Kreis laufen, oder? Wo wir dann, klar, ja, jetzt kommen wir nämlich da raus und dann, das heißt, es bleibt, spontan würde ich sagen, es bleibt nur noch die Treppe, ja. Die einzige Möglichkeit, aus dem Schwachsinn hier rauszukommen, ja. Ich würde gerne doch. Moment, die Tür haben wir noch. Und ich habe noch eine andere Idee, dass ich vielleicht doch vom Fischerhaus, von diesem Raum, wo der Wal war, dass ich doch dann vielleicht doch nach draußen komme. Ich meine, hier bin ich ja nach draußen, aber ich muss jetzt hier auch irgendwie runterkommen und das ist das Problem. Weil ich nämlich nicht glaube, dass es von hier geht. Und wieso hat er immer wieder Munition? Haben wir den nicht schon 100 Mal ausgenommen? Also mich soll es jetzt nicht stören, aber ich meine ja nur, ne? So, ich muss. Ich muss. Ja, ich muss da irgendwie hin. Also ich weiß, hier geht eine Treppe runter und so, aber. Da muss ich hier vielleicht irgendwas machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch später irgendwie so einen scheiß Wal fangen müssen oder Moby Dick und Bullshit und so. Aber ja, jetzt eben halt nicht. Meine Ausdaueranzeige könnte sich jetzt mal langsam wieder füllen. Das wäre voll nett und so. Und als Alternative, auch wenn ich glaube, wir haben das auch schon getestet, bleibt mir nur noch diese Tür hier. Die offen ist. War sie nicht abgeschlossen? Hä? Hier waren wir schon, oder? Ich habe den Raum irgendwie in Erinnerung. Nur meiner Meinung nach war der ein bisschen heller. Auf jeden Fall konnte ich hier was. Da ist eine Tür! Da ist eine Tür! Leck mich am Arsch! Scheiße, ich habe die Tür nicht gesehen. Okay. Jetzt ist der Moment, wo ihr einmal über mich lästern dürft. Okay, das sollte reichen. Erst, das ist jetzt natürlich wieder total blöd gelaufen, ne? Aber ist okay. Geronimo! Nimm mir bitte keinen Schaden, nimm mir bitte keinen Schaden, nimm mir bitte keinen Schaden. Alles klar, gut, dann haben wir das jetzt hinter uns gebracht. Ich glaube, die Folge wird auch demnächst schon wieder um sein. Es tut mir leid, aber ja. Dafür gibt es Doppelfolgen. Mohaha. Ja. Und meine Ausdaueranzeige wieder muss ich kurz mal föhnen lassen, ansonsten föhnen lassen. Oh Gott. Okay. Ich würde einfach mal spontan behaupten, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Ansonsten würden jetzt nicht so viele Asis kommen. Alter. Alter. Wie soll ich denn hier auf dem Schiff kämpfen? In your fucking face. So. Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen hier. Das kannst du aber wissen. Ja, wieso stehst du hier auf? Du bist. Das macht keinen Sinn, aber okay. So, stirb. Bam. Und du liegst natürlich weiter da hinten. Warum auch nicht? Ah, das war daneben. Das war daneben. So. Ich kann es. Sorry, aber ich kann es jetzt nicht riskieren zu verrecken. Und ich habe ja noch genug Munition, ne? So, packe ich die AK ein. Kann mir mal einer erklären, wieso die Leiche jetzt verschwunden ist? Ich habe sie noch nicht mal untersucht. Was ist das für ein Bullshit? Die Musik nervt mich, sie ist so laut. So. Oh, scheiße. Nein, das war. Fail Timing. Das war. Oh, Alter. Verarsch mich nicht. So. Und jetzt kommen wir hier rein, aber ich glaube, die Tür war offen, ne? Die Tür war von vornherein schon offen, weil wir. Waren wir hier schon drinne? Ich muss gerade passen. Ich muss gerade. Ich glaube, wir waren hier drinne. Das war. Klar. Ich glaube schon, weil das war nämlich ein Weg, um halt wieder ins Schiff zu kommen. Also, weil das da irgendwie. Ihr wisst schon, und bla, und. Ja, kennen wir. Wenn's jetzt gehießen hätte, so von wegen, leck mich. Du musst den ganzen Weg nochmal gehen, dann, ja gut. Ich meine, letztendlich würde ich den Weg jetzt kennen, aber wenn man mal bedenkt, dass die ganzen Assis wieder respawnen, dann, ne.
Mit denen ist nicht gut Kirschen essen, deswegen das wäre total schief gegangen. Aber hey, sagt mir, wenn ihr jetzt wiederkommt, dann... Ich meine, ich könnte Medikit gebrauchen, seien wir mal ehrlich, aber... Bitte, bitte, bitte. Ah, sie ist auf, danke Gott. Danke Gott, LP, auf alle Fälle. So, sind wir hier und kriegen auch schon prompt Besuch. Ja, ich lasse es nicht so weit kommen, Oh ja, leck mich doch, wie viel sind das denn? Und du kannst natürlich von oben angreifen, weil du keine Hobbys hast. Yeah, da hinten ist Medipick, da hinten ist Medikit. Ich muss nur überleben für dieses fucking Medikit. Alter, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Stirb, stirb. Bitte. Ach ja, hier. Wie wär's mal damit, Bitch? Okay. Oh. Moment, das ist kein Medikit, das ist ein scheiß Tag. Oh Gott, leck mich doch am Arsch. Eine, was ist Pumpstation? Okay. Achtung, Wartungsteam. Die reguläre Wartung der Pumpstation am 14. Dezember ist auf den 18. Dezember verschoben worden, da die Ersatzteile verzögert eintreffen werden. Da das Risiko einer Überflutung größer geworden ist, werden Sie angewiesen, keine Munition oder Waffen in Räumen zu lagern, die durch Druck verschlossen werden. Reden die jetzt von den Türen da unten eventuell? Auf jeden Fall, Ah, oh, Dankeschön. Dankeschön, das Spiel weiß auch immer, was ich will. Nur bis jetzt hatte ich noch keinen Vibe, mit dem... Ist egal. Wir gehen einfach nicht weiter drauf ein. Hansen mag eh Eier. Hansen ist schwul anscheinend, jetzt nichts gegen Schwule, aber das war jetzt so eine Feststellung. Das war jetzt auch... Ah, kein Diss, jawohl! Ich liebe es wirklich, wenn du kommst, weißt du, wenn das Spiel einfach so... Ja, wenn es eben halt keine dreidimensionalen, epic, schweren Rätsel sind. Jetzt weiß ich wieder ganz genau... What the fuck, ich dachte gerade... Okay. Da hat jemand gerade draußen ein Tor geöffnet und es klang wie ein Handyklingelton. Herzlichen Glückwunsch. Hätte man aufnehmen sollen. Und das mag ich einfach, wenn ich jetzt... Ich weiß jetzt wieder, wo ich hin muss und das ist alles toll und... Ich mag sowas, ja. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt weiß, wo ich jetzt bin, aber kannst du knicken, ganz im Ernst. Diesmal achte ich auf meine Umgebung. Kann ich hier vielleicht... Ja, jawohl! Ich bin so der Pro, ey. Ich bin so der Pro. Nein, eigentlich nicht, aber... Ich meine, man muss auch... Man muss auch bei dem Rotz schnell reagieren, ne? Wieso bist du jetzt in der Hocke? Kannst du mir das mal verraten? War das jetzt alles hier? Ich traue dem Ganzen irgendwie nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo wir sind und da ist ein Medikit. Das werde ich aber jetzt nicht gebrauchen. Lass mich mal überlegen, wo gehen wir hier? Wo müssen wir hin? Ich hatte es doch gerade. Wir müssen jetzt da wieder rein. Oh Gott, ich höre einen Schleimer, Lass mich in Ruhe nachdenken, Schleimi. Verarsch mich nicht, ich habe Schleimer gehört. Der kürzeste Weg. Der kürzeste Weg dürfte eigentlich hier lang sein. Oder? Na, ich würde mal sagen, Hauptsache, wir kommen da an, ne? Scheißegal wie, Hauptsache, wir tun es. Und, ja. Es kann sich jetzt wieder mal nur um Sekunden handeln und, ja, wie gesagt, ich hoffe, das war jetzt erträglich. Ihr habt aber immer noch die Macht, mit eurer Maus das Ganze vorzuspulen und, ja, wie gesagt... Nee, wobei, es ist jetzt eine schwierige Sache. Das dann da. Klar, ich glaube, das war auch das Problem. Ich glaube, wir kommen von da, so wie wir jetzt hingekommen sind, kommen wir jetzt gar nicht zurück, weil die Tür wieder verschlossen ist, weil die Tür konnten wir nur öffnen, weil wir die Sicherung durchgeschossen haben und ich glaube, das geht nur einmal und deswegen, wieso, jetzt mal ganz im Ernst, ihr droppt ja noch nicht mal was, ihr kleinen Mistviecher, warum? Ich meine, ihr stellt jetzt nicht unbedingt das größte Problem dar, aber, ja. Deswegen gehe ich jetzt
einfach mal davon aus, wir müssen jetzt hier. Wir müssen nicht den Umweg gehen, weil das war ja nur für uns so ein scheiß Code, glaube ich. Deswegen können wir jetzt gleich hier rein. Und wo sind wir? Nein, genau da wollte ich doch gar nicht hin. Genau da wollte ich doch gar nicht hin. Wo war jetzt nochmal die Tür? Die Tür, die müsste, die ich suche, müsste ja zum Fischraum führen. Also da, wo wir den Wal. Genau hier. Wow, ich lerne dazu. Hey! Könnten wir jetzt eigentlich auch diese scheiß Pfeile mitnehmen? Nein. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir werden dann in der nächsten Folge gucken, was wir dann mit den zwei neuen Türen machen können. Oder waren es drei? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es tut mir jetzt leid, aber hey, das ist. Es ist total natürliches Gameplay von mir, muss man an der Stelle einfach sagen. Also, ich hätte es nicht besser machen können, ganz im Ernst. Vor allem, weil es auch blind ist. Also, Leute, ja. Ne? Bis zum nächsten Mal. See ya.